Mr. Skeletor und meine Wenigkeit begrüßen euch zurück zur nächsten Folge von Let's Play Mafia 2. In der letzten Folge haben wir gestunken wie ein Schlosshund und ich war mir dann gerade doch ein paar schicke Klamotten noch kaufen, bevor die Aufnahme denn hier gestartet ist. Und ihr wisst, wir hatten ordentlich zu tun, mussten in der letzten Folge wirklich in das Drecksloch überhaupt. Und jetzt bin ich einfach mal dafür, dass wir uns mal ein bisschen vergnügen einen schönen Wagen erstmal suchen. Aber die sehen alle nicht so sonderlich schick aus, deswegen werden wir doch einfach mal zu hier so einen Flitzer greifen, oder? Hier am besten, ja, der rote da hinten gefällt mir noch relativ ziemlich gut. So, wir knacken den mal ganz kurz. Gedrückt halten. Verdammt! Das geht wie aus dem FF, Freunde. So, wir haben ein neues Auto, Ladies and Gentlemen. Ein Quicksilver, noch was. Ich habe es jetzt gerade zu spät gesehen. Ja, wir müssen jetzt in dieser Folge einfach mal zu unserem Apartment düsen und mal gucken, was denn da so los ist. Und dann kommt auch schon das 10. Kapitel vom Let's Play. Und es geht ja echt rasch jetzt in letzter Zeit. So, ich düse mal dahin. Lalala. Im wunderschönen Empire Bay. Ich würde sagen, es ist spät Nachmittag. Oder? Was meint ihr? Oh, ich muss hier hin. Ich muss gar nicht nach Hause. Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit, um zu drehen. Ich musste mich ja umziehen. Genau so war das ja. Ich habe ja wie eine Drecksau gestunken. Naja, so, wir gehen mal hier rein. Tür öffnen. Los! Vito, da bist du ja. Hey, Eddie. Netter Anzug. Danke. Also, worum geht's denn? Was sollen die Anzüge? Vito, Mr. Falcone nimmt uns heute Abend in die Familie auf. Dich und mich. Wir haben's geschafft. Im Ernst? Heute Abend? Ja, heute. Wahnsinn. Wieso habt ihr das nicht früher gesagt? Wie läuft das ab? Nicht so ungeduldig. Da will sich erst noch jemand kurz mit dir unterhalten. Leo, schön dich zu sehen. Was machst du hier? Hallo, Kleiner. Ich will mit dir darüber reden, was heute passiert. Komm, setz dich. Gern. Sehr gern. Und hey, danke nochmal für alles, was du für mich getan hast, damit ich früher raus konnte. Und jetzt löse ich mein zweites Versprechen ein. Zweites Versprechen? Ja. Ich sagte, ich sorge dafür, dass du möglichst schnell Familienmitglied wirst. Weißt du noch? Die Aufnahme verdanke ich dir, aber du arbeitest für Frank Vinci. Ja. Ich hätte dich gerne in unserer Familie gehabt. Aber ich weiß, dass Joe dein bester Freund ist. Ihr seid zusammen aufgewachsen, so wie Frank und ich. Und Joe hat die ganze Zeit, die du im Knast warst, für Carlo gearbeitet. Darum habe ich Carlo vorgeschlagen, dich und Joe gemeinsam aufzunehmen. Was soll ich da sagen? Danke, Leo. Du musst gar nichts sagen. Weder zu mir noch zu sonst wem. So ist es üblich in unserem Metier, Vito. Ja. Na los, komm jetzt. Lassen wir sie nicht warten. Also dann. Ich gehe schon mal nach oben vor. Was wollte der Alte von dir? Oh, nichts. Wir haben nur über alte Zeiten gesprochen. Als Leo die Seife hat fallen lassen. Du kannst okay, mich okay, mal. Okay, okay, das reicht. Und gehen wir. Führen sich auf wie im Kindergarten. Okay. Alles klar, wartet hier. Okay, Jungs, passt auf. Einer nach dem anderen. Und wenn ihr drin seid, gibt's weitere Anweisungen. Klar? Joe, komm bitte rein. Hey. Viel Glück. Jetzt bist du dran, Vito. Meine Herren, das ist Vito Scaletta. Vito. Du weißt, dass unsere Familie ein Geheimbund ist. Du wirst in eine Gesellschaft von Auserwählten aufgenommen. Eine Gesellschaft, von der Rest der Welt nichts ahnt. Von nun an bedeutet dir unsere Familie mehr als deine leibliche. Oder Gott oder dein Vaterland. Befehle ich dir, deinen Bruder zu töten, wirst du das tun. Zeig mir, mit welchem Finger du den Abzug ziehst. Sprich mir jetzt nach, Vito.
wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie diese Heilige. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie diese Heilige. Amico Nostro, meine Herren, unser neuer Freund, Vito Scaletta. Es freut mich, dass sich diese beiden talentierten Männer uns angeschlossen haben. Und es freut mich, dass es im Beisein solch geschätzter Gäste geschehen ist. Insbesondere Don Frank Vinci. Und natürlich. Warum ich mich nach über 6 Jahren Knast wieder auf sowas eingelassen habe? Naja, da wo ich aufgewachsen bin, wurden nur Männer respektiert, die sich nahmen, was sie wollten. Ihr werdet von Eddie für eure Dienste bezahlt. Frank, du hast das Wort. Egal, was ihr tut, Gentlemen. Finger weg von den Drogen. Keine Drogen. So läuft das bei uns. Man kann viel Geld damit machen, aber und es nachdem ist ich Schmutz jahrelang für andere die Drecksarbeit erledigt hatte, war ich soweit, alles zu riskieren, um nach oben zu kommen. Kapitel 10 Zimmer Service. Vito Scaletta, 15. Juni 1951. Habe ich Vito gesagt? Ich meinte Villa Scaletta. Entschuldigung. Ein Déjà-vu. Wie jeden Morgen wachen wir auf und was läuft? Das Telefon. Es klingelt. Laufen tut's nicht, aber es klingelt. Ich muss das jetzt erstmal... Da ist es doch. Wir gucken uns jetzt gleich erstmal unsere Hütte an. Hallo? Hey Vito, ich bin's Eddie. Hi Eddie, wie geht's? Komm sofort in Joes Wohnung. Okay, gut. Was ist los? Kann ich dir nicht am Telefon sagen. Gut, ich bin gleich da. So, bevor wir zu Eddie nach, ja, in Joes Wohnung fahren, gucken wir uns doch einfach mal erst unsere neue Hütte an. Und hier hat sich ja viel getan. Ja, der Vito hat jetzt eine Villa. Die Villa Scaletta. Und ich muss sagen, ein schönes Fleckchen, oder? Und deswegen gucken wir uns einfach mal hier um. Ja, auf jeden Fall ist das Fleckchen so schön, dass wir nicht mal am Schreibtisch vorbeikommen. Beziehungsweise, was ist denn das? Was ist denn das hier? Ein Bügeltisch? Ach so, Schreibtisch, sage ich schon, im Stehen. Naja, Brot ist wichtig, ja. Oder beziehungsweise eher Toast, Wasserhähne können wieder aufgedreht werden, das Übliche. Und wir hauen uns doch erstmal was rein. Eine Swift Cola. Was natürlich super üblich beim Vito ist, ist natürlich der verdreckte Herd. Der landet auch nie. So. Unser Luxusbadezimmer. Gibt es hier Playboy-Hefte? Ne, ich sehe keins. Das hier ist das Schlafzimmer. Wo geht's hier hin? Ah, ein Bad und Suite. Okay. Wasserhähne können hier auch aufgedreht werden. Und die Dusche. Sehr, sehr cool. Sogar ein Fenster im Badezimmer. Aber hier gibt's halt kein Playboy-Heft, so wie ich das hier sehe. Also haben wir alles durch. Eine Villa würde ich jetzt nicht... Würde ich jetzt nicht sagen, dass es hier... Moment. Erstmal einen Anzug, den teuren Anzug. So, und wir verlassen einfach mal unsere Villa. Ich kann mich daran erinnern, dass der Vito in einer Folge, beziehungsweise in einem Kapitel gesagt hat, dass er hier immer gerne wohnen möchte. Und seht ihr, sein Traum ist in Erfüllung gegangen. Er hat zwar ja nicht mit den besten Mitteln. Und unser Wagen steht da, den wir vorhin noch gemobst haben. Ist ja sehr, sehr cool. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Einsteigen. Und wir fahren jetzt mal zu Joe und treffen Eddie. Hey, bist du verrückt?
Und die Sonne scheint wieder in Empire Bay. Alles sieht wunderschön aus. Wir wohnen in so einer Art Reichenviertel jetzt. Und man sieht hier auch, nichts ist hier verkommen. Alles ist hübsch aufpoliert für die Einwohner des doch teuren Stadtteils. So lässt sich's doch leben, oder? Die Frage ist nur, ob wir die Villa immer behalten werden. Komm, wir nehmen mal eine Abkürzung, Ladies and Gentlemen. Wir haben ja auch nicht die Zeit der Welt. So, jetzt können wir wieder Gas geben. Polizei ist weg. Und wir müssen durch den Tunnel. Erinnert mich ein bisschen an den Midtown-Tunnel. Aus New York City. Ich raste mal ein bisschen schneller hier. Und zack. Zack, in der Ansicht kann ich echt gut fahren. So, jetzt sind wir wieder in dem üblichen Stadtteil. Den kennt ihr ja schon von den ersten Folgen. Auch ein schicker Wagen hier, ne? Nimm mir einfach die Vorfahrt, die Sau. Little Italy, ladies and gentlemen. So, gleich sind wir da, Freunde. Gleich sind wir da. Wagen packen wir mal hier. Und rein in die gute Stube, wobei ich finde, der Joe hätte sich auch mal einen besseren Anspruch hier leisten können. Die Wohnung ist ja auch nicht mehr so die beste Bude, die der hat. Aber na gut. Man muss ja mal sehen, wo man bleibt, ne? Etage 3. Und ich mit dem Baseballschläger, die haben sich vor Angst fast in die Hose geschissen. Jungs. Hey Vito, guten Morgen. Marty, was machst du denn hier? Joe meint, ihr braucht Hilfe. Und weil ich es den Ian voll gezeigt habe, will er mich mitnehmen. Er will dich mitnehmen. Wohin soll's denn gehen? Die warten schon auf dich. Also wir reden später drüber. Mein Kumpel Vito. Morgen, Mr. Falcone. Hallo, Vito. Nimm Platz. Jungs. Also, was gibt's? Du hast uns Luca vom Hals geschafft. Gut gemacht. Dank dir wissen wir, dass Clemente hinter dem Angriff auf unsere Jungs steckt. Bisher konnten wir nie gegen ihn vorgehen. Aber jetzt ist er fällig. Er hat Leute von uns gefoltert und das bedeutet Krieg. Alles, was wir jetzt unternehmen, kann ich vor der Kommission rechtfertigen. Alberto weiß das. Er wird deshalb versuchen, uns zuerst anzugreifen. Das heißt, dass wir uns um Clemente kümmern. Ganz genau. Zufällig hat er für heute ein großes Treffen im Hotel Empire Arms anberaumt. Das ist die Chance, ihn und seine besten Männer endgültig loszuwerden. Na klar, wir marschieren da einfach rein und legen am helllichten Tag im nobelsten Hotel der Stadt ein paar Dutzend schwer bewaffnete Typen um. Keine Sorge, ich hab einen Plan. Scheiße, Joe, nimm sofort dieses Ding weg. Ganz ruhig, Eddie, sie kann nicht hochgehen. Erst wenn ich hier drauf drücke... Lass das um Himmels Willen, nimm das weg! Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Mach dir nicht gleich in die Hose. Hey, Leute, wir marschieren da rein und jagen gleich den ganzen Schuppen in die Luft. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Keine Panik, so viel Wumms hat das Baby nicht. Da geht nicht gleich die komplette Hütte drauf. Aber jeder, der sich in dem Zimmer aufhält, wird zu Konfetti. Wie wissen wir, wann das Ding hochgehen muss? Wir stehen auf einer Fensterputzerplattform und sehen uns ganz gemütlich die Explosion an. Na, das kann ja heiter werden. Okay, Jungs, ich zähle auf euch. Wenn alles glatt läuft, gibt's eine hübsche Prämie. Ruf da an, wenn alles vorbei ist. Oh, übrigens, die Bar bleibt heute geschlossen. Falls Clemente was plant. Tja, viel Glück, Jungs. Was ist mit dem Kleinen da draußen? Du meinst Marty? Er gehört nicht zur Organisation, deshalb muss er vor der Tür warten. Ich meine, was hat er hier zu suchen? Du stellst Fragen. Marty kommt mit uns, weil wir einen brauchen, der uns fährt und der uns den Rücken frei hält. Was hast du gegen ihn? Er ist ein anständiger Kerl, ich kenne ihn ewig. Außerdem hat er mir den Arsch gerettet. Aber diesmal haben wir es nicht mit besoffenen Iren zu tun, sondern mit der mächtigsten Familie der Stadt und du schleppst diesen Grünschnabel an. Wie alt warst du, als du mit der Scheiße angefangen hast? Du redest wie ein kompletter Spießer. Hör zu, er wartet im Wagen und gibt auf Befehl Gas, das ist alles.
Er weiß nicht mal, was wir im Hotel vorhaben. Und er fährt wie der Teufel. Genauso jemand brauchen wir für den Job. Okay, wenn's sein muss. Aber trotzdem, irgendwie gefällt mir die Sache nicht. Alter Falter, da müssen wir jetzt ein ganzes Hotel in Luft sprengen, beziehungsweise einen Raum und die ganzen Leute hier zu Konfetti verarbeiten. Das wird ja ein heiterer Spaß. Hey Joe, sag mal, was ist denn das für ein Job? Einer, bei dem du nicht alles wissen musst. Du fährst uns nur hin und zurück, kapisch?